Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Der eine oder andere kennt mich bestimmt schon, für die neuen Zuschauer. Wir präsentieren hier regelmäßig wunderschöne Münzen und reden auch über das Thema Edelmetalle. Heute habe ich eine ganz besondere Münze, eine Goldmünze, die entsprechend aus dem Eastern Caribbean Aid Programm stammt. Wir schauen uns die Münze einfach mal im Detail an. Also bleiben Sie unbedingt bis nach dem Intro dran. Was es mit dieser Münze auf sich hat, das möchte ich Ihnen in der Nahaufnahme zeigen. Deswegen vielleicht als kleine Randinformation, die Eastern Caribbean Central Bank oder Bank hat ein achtteiliges Programm, das Eastern Caribbean Aid Programm, abgekürzt EC8, rausgebracht. Hier handelt es sich um ein Programm, das im Jahr 2018 vier Goldmünzen erscheinen lässt und im Jahr 2019 ebenfalls. Die einzelnen Inselstaaten, in dem Fall 8 Inselstaaten logischerweise, haben jeweils ein eigenes Motiv und anlehnt an die Kolonialzeit, als gerade das Thema Rum entsprechend in den karibischen Gewässern ein großes Thema wurde, hat der Rum Runner an großer Bekanntheit gewonnen. Und der Rum Runner, der eben den Rum transportierte, um die Navy zu bedienen und die Bevölkerung entsprechend auch mit der Produktion des Rums zu erreichen, die wird hier in dieser Münze verewigt. Es gibt noch viel mehr darüber zu wissen, deswegen schauen wir jetzt mal gemeinsam hier drauf. So, also hier sehen Sie dann schon die relativ platzsparende Verpackung. Ich denke, bei 8 Münzen macht es auch Sinn im Bereich der 1 Unze, dass man nicht allzu große Verpackungen verwendet. Denn wenn Sie das im Safe lagern möchten beispielsweise oder im Schließfach, dann ist es durchaus empfehlenswert, alles zusammenzulagern oder beziehungsweise zumindest die Münzen dann auch noch vom Platz so zu lagern, dass nicht gleich mit einer Serie alles voll ist. Hier oben sehen Sie die goldene Briefmarke Antigua und Barbuda 9999 Gold. Finde ich eine schöne Idee. Und hier unten an der Ecke sieht man dann auch Easy Aid, was entsprechend für Eastern Caribbean Aid, also die 8 Inselstaaten, steht. Und das Eastern Caribbean Program, Entschuldigung, mein Englisch-Deutsch-Mischung ist gerade nicht so gut. Hier sehen Sie die einzelnen Inselstaaten nochmal. Ich lese Ihnen jetzt nicht alle vor, aber entsprechend Antigua und Barbuda ist das Thema, was wir mit dieser Münze ansprechen. Die Eastern Caribbean Central Bank ist quasi der Ausgeber. Und diese 8 Mitgliedstaaten haben entsprechend ein einzelnes Motiv für jede Münze. Jetzt schauen wir uns einfach das erste Motiv aus dieser Münze genauer an. Dazu ziehe ich jetzt ganz empfehlenswert auch für diejenigen, die noch nicht hier eingeschaltet haben, Münzhandschuhe. Das sind spezielle Baumwollhandschuhe, die auch den Münzen, wenn man die Münze, vor allem in dem Fall ist es eine Münze, die entsprechend hochwertig ist von der Prägequalität, wenn man die Münzen anfassen möchte, so ist entsprechend gewährleistet, dass es keine Fettschicht, die beispielsweise auf der Haut ist, sich an dieser Münze anbringt. Ja? Jetzt nehmen wir einfach mal raus, was sich in dieser Box befindet. Herausgeber oder der Produzent dieser Münze ist die Scottsdale Mint. Die amerikanische Scottsdale Mint dürfte dem einen oder anderen Begriff sein, der schon häufiger auf unserem YouTube-Kanal war. Die Scottsdale Mint platziert sich ganz gezielt in diesem Bereich, in diesen Münzsegmenten und hat mittlerweile ein sehr großes Ansehen, ist auch bekannt und vor allem beliebt für ihre hohe Prägequalität. Die Münze, die Sie hier drin sehen, hat nur eine Auflage von 500 Stücken. Es gibt sie allerdings auch in einer Auflage mit 2500 Stücken als reine Goldmünze, die nicht diese tolle Kolorierung besitzt, die Sie jetzt gleich sehen werden. So, und Sie sehen auch die edle Box, die hochwertige Box vor allem. Die beinhaltet erstmal ein Echtheitszertifikat, das Certificate of Authenticity. Und auf der Rückseite sehen Sie dann, ups, da glänzt schon mal die Münze raus, aber die verstecke ich noch mal kurz. Auf der Rückseite des Zertifikats sehen Sie dann einmal ganz oben Antigua Barbuda. Es handelt sich um eine Unze mit dem Feingehalt von 99,99% oder 999,9, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Eine Color Commemorative, das heißt, das ist eine kolorierte Gedenkmünze mit dem Nennwert von 10 Dollar. Ausgegeben von, und das, die Mintage sieht man auch, die Auflage 500 und den Jahrgang 2018. Das Stück, das Sie hier sehen, hat die Stückzahl 239. Man hat hier eine kleine Eingriffmulde, wo man sehr leicht die Münze rausnehmen kann. So, ich nehme sie mal vorsichtig raus und stelle mal die Box beiseite. So, es ist natürlich so, dass diese Münze mit ihrem Durchmesser von 38,6 mm nicht sehr groß ist. Deswegen braucht man hier ein ruhiges Händchen, um Ihnen die Details auch zeigen zu können. Wir sehen quasi die Rumfässer hier außen und noch eine Flasche Rum und entsprechenden Schatz. Das soll quasi an die Geschichte des Rumrunning in der Karibik erinnern. Antigua und Barbuda hat sich hier oben drüber als Inschrift verewigt 2018. Und der Rumrunner, das ist auch was ganz Besonderes, auf einer Goldmünze, ist koloriert. Das heißt, die Münze sieht sehr, sehr plastisch aus. Man sieht auch, wie filigran das ist. Die einzelnen Segel des Schiffes, die einzelnen Schnüre und Seile, die hier oben entlang baumeln. Also man erkennt wirklich viele einzelne Details, was mir besonders gut gefallen hat.
zeige Ihnen auch gerne noch kurz die Rückseite. Eastern Caribbean Central Bank als Ausgeber mit Queen Elizabeth II. An dem Nennwert, der hier außen steht, von 4,9ern und dem Feingehalt von 10 Dollar. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, schauen Sie gerne mal bei uns im Shop vorbei. Der Link zu der Münze, den werden Sie unter dem Video finden. Und wenn Sie die nicht über den Shop bestellen möchten, sondern nur telefonisch, können Sie das gerne tun. Auch unsere Telefonnummer ist unter dem Video eingeblendet. Ich hoffe, Ihnen hat die Münze genauso gefallen. Für mich ist es wirklich ein Meisterwerk und ich muss Sie ehrlich gesagt, ich muss damit kämpfen, dass ich sie mir nicht auch noch in meinen Safe lege, aber wahrscheinlich wird das Ganze so enden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Es freut mich, dass Sie das Video bis zum Ende gesehen haben, vor allem auch, dass Sie unseren YouTube-Kanal entsprechend besucht haben. Wenn Sie länger oder häufiger hier sein möchten, dann lassen Sie uns gerne einen Daumen hoch hier und abonnieren Sie vor allem den YouTube-Kanal. Hier unten finden Sie die Kommentarfunktion, das heißt, Sie haben die Möglichkeit, Ihre Meinung preiszugeben und uns entsprechend zu sagen, was Sie sich vielleicht für weitere Themen wünschen oder wie Ihnen die Münze gefällt, würde mich persönlich sehr interessieren. Wenn Sie eine Beratung wünschen, eine telefonische Beratung oder auch von mir eine Beratung, dann rufen Sie gerne unter der eingeblendeten Hotline an. Auch mein Vater oder unser gesamtes Beratungsteam wird sich mit Ihnen entsprechend unterhalten und Ihnen alle möglichen Tipps geben können. Von daher lohnt es sich auch mal anzurufen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen, machen Sie es gut.